Also es laggt immer noch bei mir auf aufgrund der Seite. Ja. Aufgrund hat der relativ unstabilen Verbindung. Ja, aber wird schon. Ja. Quadratomani. Geht doch. Das Poster auf dem Bild enthält aufeinander gestapelte Würfel. Wie viele Quadrate befinden sich wohl in diesem Quadrate? Oh nee. Oh yes. Quadrate, du weißt schon, Quadrate sind keine Würfel. Was? Hilfe? Okay. Die man sehen kann oder befinden? Das ist jetzt die Frage, wie viele befinden sich wohl in diesem Bild? Das ist echt, das ist doof formuliert. Ich brauche einen Hinweis. Ja, wie viele befinden sich im Bild, wie es aussieht? Beachte den Unterschied zwischen 2D und 3D. Mhm. Also das heißt, jetzt im nicht, Bild, ja. Also nicht 3D von wegen so. Ein besonders interessantes. Was? So einfach? Es ist so sau simpel. Ist es 28? Nein. Eins? Ja. Ich hasse es. Warum? Weil da ein Quadrat ist. Und zwar das Bild. Ja. Der Rahmen. Ach, Manu. Das ist echt schlimm. Ja, eben, deswegen Unterschied zwischen 2D ja. und 3D. Weil die dreidimensionalen Dinger sind ja auf dem Bild eigentlich bloß... Kacke. Ja. Ich hätte es lustig gefunden, weil ich habe früher solche Rätsel geliebt, wo es dann darum ging, wie viele Würfel sind da. Auch vor allem, man hätte ja das hier zusammenzählen können, dann wäre das ein großer Würfel. Na, vor allen Dingen, ich habe jetzt gedacht, man kann... Es müssen einmal die ganzen Seiten sein, die man sieht, und das Bild an sich. Das wäre natürlich auch cool. Aber jetzt mal wirklich, wenn man jetzt jede einzelne quadratische Fläche von diesem Ding da nehmen würde, wie viele wären es wohl? 28. Nee, 27. Auch wenn man auch mal die unsichtbaren Flächen... Okay, dann müsste man halt die Würfelanzahl wissen. Na, es sind insgesamt also 9 Würfel hier in der ersten Reihe. Das heißt, da sind es allein schon... 9 Quadrate einzelne, dann sind das nochmal... 21 sind's. Was? Würfel. Ah, Würfel. Nee, ich meine jetzt so wirklich quadratische Flächen, die man dann bilden könnte. Ja, aber dann sind es 21 Würfel mal 6. Na, nicht alle davon sind ja... Also manche liegen ja aufeinander und so. Das ist ja... Oder auf dem Boden. Ja, kann man ja nicht als... Obwohl, ja, obwohl, wenn man jetzt ganz genau davon ausgeht, ja, dann sind das 21 Würfel mal 6. Warte, sind es wirklich 21? Sind da 2, 4, 6, 8, du kannst mir schon glauben. 10, 12, plus 9 sind 21, ja, ja. Außer es fehlen irgendwo hinten welche. G mal H gleich A, was? Kann man mal anzeigen. 9 Live-Rätsel, ja, das ist ein 9 Live-Rätsel, weißt du, so wie die damals. Kennst du den Sender noch? Das ist so ein Sender gewesen, da gab es erstmal so Sportkram und sowas und dann gab es irgendwann das sexy Sportquiz und so ein Scheiß und irgendwelche Call-In-Sendungen, wo man so ein übelst einfaches Rätsel hatte, wie zum Beispiel Monika hat vier die Mutter von Monika hat 5 Kinder. Lala, Lele, Lili, Lolo und wer ist das 5. Kind? Lilo. Nein. Monika. Ja, ich habe jetzt an Lilo und Stitch gedacht. Achso, nö. Es ist... Ja, solche so Sachen. Und dann haben die 2 Stunden lang nur... Hat der Moderator gelabert und einfach nichts gemacht. Aber du sorgst dafür, dass ich nicht so bin. Und bis die mal endlich irgendjemanden durchgestellt haben, der es dann am besten auch noch falsch hatte, wo man sich gefragt hat, haben die jetzt einfach dafür irgendjemanden von sich aus dem Team genommen? Die haben ja teilweise auch Fehler gemacht bei den Sendungen. Und Sachen... laut gesagt oder für die Zuschauer hörbar, die nicht an die Zuschauer gerichtet werden sollten, wie zum Beispiel sowas wie hey komm, lass noch ein bisschen laufen, da müssen noch mehr Leute anrufen und so. Richtig eklig war das. Neues Rezept, Seeteufel-Pastete. Wirklich sehr beeindruckend. Ich kann nachvollziehen, warum Frau von Doppelpfund so viel von Ihnen spricht.
Vielen Dank. Ich bin recht stolz auf meine Fähigkeiten beim Rätsellösen. Ich hoffe, Sie verzeihen die Frage, aber was ist in dem Paket? Müssen Sie das wirklich fragen? Es ist ein Paket von meiner Schneiderin. Meinen Sie nicht, dass es sich um Kleidung handeln könnte? Die Schachtel sieht nur ein bisschen klein aus für Kleidung. Deshalb wunderte ich mich. Interessiert es Sie denn wirklich, was in meinem Paket ist? Ja. Ja. Sind Fernsehfragen zu einfach? A. Ja. B. Kaninchen. Ja. Gut, ich sage es Ihnen. Sie haben es schließlich auch für mich mitgebracht. Es ist für sein Kind. Es ist Babykleidung. Und wenn es nicht so wirkt wie er, ist diese Dame eine sehr begabte Schneiderin. Ich lasse sie des Öfteren Kleidung für mich anfertigen. Babykleidung? Ach, das erklärt die Größe der Schachtel. Wie alt ist denn Ihr Baby? Gerade 3 Monate geworden. Aha. Aber es wächst schon aus seinen aktuellen Sachen heraus. Oh, Andy? Nee. Ja, ich liebe Babys. Oh, ein Baby? Ich liebe Babys. Die sind so niedlich. Ein Baby? Ich verstehe. Mein Privatleben spielt doch hier keine Rolle. Was ist mit der Redman-Ermittlung? Wird es nicht Zeit aufzugeben? Dieser ganze Superhelden-Unsinn wird langsam schon sehr schal. Der hat denen den Auftrag gegeben. Was, wem? Keine Ahnung, weshalb, wegen dem Baby, aber hat dem dann den Auftrag gegeben. Welchen Auftrag, wegen was? Redman zu spielen. Ah, okay. Natürlich, ein Baby. Also, passen Sie doch bitte auf. Wir sind doch schon viel weiter. Entschuldigung, aber es ist nur so, dass durch Ihre Worte gerade etwas an seinen Platz gerutscht ist. Schwupp! Etwas ist an seinen Platz gerutscht. Wovon reden Sie denn da? Vom Rätsellösen, Mr. Khan. Von dem, was ich am besten kann. Es ist an seinen Platz gerutscht. Nämlich die Maske hier ist an ihren Platz gerutscht. Und nein, da liegt kein Stroh. So, Fall lösen. Ja. Krieg ich für die Entscheidung, das Publikum zu befragen, den Telefonjoker? Steht da im Chat. Ja. Ein winziges Paket, das Ernest Mr. Khan im Auftrag der Schneiderin Mrs. Slow übergeben soll. Offenbar befindet sich Kleidung darin, aber wenn, dann sehr kleine. Für ein Baby. Verlösen. Ja, das ist also die Wahrheit bei diesem Fall. Du hast ihn doch nicht etwa gelöst, Cat? Natürlich habe ich das. Ich bin bereit, dieses Rätsel zu erledigen. Ich weiß jetzt, wer Redman wirklich ist und warum er verschwunden ist. Es wird Zeit, das Geheimnis hinter der Mickey Maus der Gerechtigkeit zu offenbaren. Mucki Maus. Aber ich hab's auch falsch gehabt schon. Dann raus damit. Keine Spielchen mehr. Wo ist Redman hin? Warum ist er verschwunden? Das ist nicht Randall, übrigens. Der Superheld von London musste gehen in Pension. Ich will nicht, dass das weitergeht. Oh doch. Nein. Oh doch. Das ist ja noch schlimmer als mein Zeug. Also noch schlimmer als das Zeug von Redman und das war schon schlimmer. Weiter. Er hat Nachwuchs. Redman Junior kam ganz los. Wie ein... Ja? Pups. Redman sein, aber das ist spät. Nicht wahr, Mr. Khan? Ich wusste es. Wollte ich sagen, ja! Redman. Ja! Er ist Redman? Ihr Hohlkopf da drüben? Sie merkten, dass Ihnen die guten Geschichten ausgehen und wollten Schlagzeilen produzieren, oder? Also nutzten Sie Ihr Vermögen und Ihre Beziehungen, um einen Superhelden und zu erschaffen. Und das ist Samuel. Richtig? Oh. Ja, Sie haben ganz recht, Miss Lane. Nee, wieso? Sie hat ihn ja schon Redman genannt. Mhm. Wer hätte das gedacht? Mit der Ankunft von Redman verkauften sich ihre Londoner Zeitungen wieder, während das Verbrechen in der Stadt abnahm.
Eine Win-Win-Situation. Aber vor 3 Monaten gab es dann einen Stolperstein und Redman musste eingemottet werden. Welpen, hm? Genau. Redman, oder vielmehr Mr. Khan, bekam ein Baby. Das stelle ich mir gerade bildlich vor. Eher so im Kreissaal. Nein. Das kam aber eher so aus dem Kopf. So niedlich ist es. Deshalb trat das Superheld-Spielen in den Hintergrund. Ja, ja, das fasst es in etwa zusammen. Sie verstehen es nicht, aber... Das ist so die gleiche Stimme wie für Herr Jerry und Handy, Terry. Kommt wie an. Die Handys. Ich will meinen Nachwuchs den ganzen Tag in die Augen schauen. Und dann denke ich nicht an den Kampf gegen das Verbrechen. Okay, jetzt haben wir einen neuen Randall gefunden. Meine Tage als Superheld sind vorbei. Redman ist am Ende. Wir müssen ihn alle vergessen. Mr. Khan. Oder vielmehr Redman. Sie hängen das Kostüm an den Nagel? Vergessen die Not ihrer Stadt? Nein, 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 nein. Das geht nicht. Keine Chance. Nicht solange ich da bin. Aber eben haben sie... Aber, kein Gelaber. Kein Betteln, Flehen oder Aber. Sie hat Aber auf Aber gereimt, so ein bisschen. Hier die Lösung. Wir brauchen einfach mehr Redmans. Ein Franchise. Ein Hoch auf Cat. Ja, genau. Meine Güte, hier kann man lauter Redman-Merchandise kaufen. Und es verkauft sich auch noch wie bekloppt. Wer hätte erwartet, dass die Londoner sich mal auf Ratten verlassen? Es scheint, dass alle Red Boy haben wollen, den neuen Helden der Stadt. Oh, schaut mal, wer da kommt. Oh. Hinweg, hinweg. Sonst verpasst euch Redman einen Schreck. Oh. Und so erlebte London die Rückkehr Redmans. Oder vielmehr die Ankunft vieler Redmans. Die Bobbys? Der Punk! Ja! Sie wurden als Rattenrodel bekannt und sorgten auf den Straßen der Stadt für die Einhaltung der Gesetze. Und brachen dabei wahrscheinlich selbst so einige. Und was hat jetzt Samuel damit zu tun? Anscheinend gar nichts. Ich glaube nämlich, es war wirklich nicht Samuel, sondern einfach bloß Khan. Ja, aber von der Statur hat es vorgefunden. Ja, ne? Ja, aber gut, das kann man ja auch mit einem Brustpanzer oder so. Ja, aber trotzdem auch von der Gesichtsform. Mhm. Das Rattenrudel ist nie weit und bringt euch alle in Sicherheit. Ja, und wer diese Reime hört, der speit. So, dann schauen wir noch, ob wir irgendwas vergessen haben. Und dann würde ich sagen, haben wir sehr lange aufgenommen. Mhm. Immerhin haben wir einen ganzen Fall heute bearbeitet. Fallfinale, Redman Forever. Oh, wir haben 2 Rätsel nicht. Okay, dann los. Das will ich noch. Ja. Na, die kommen wahrscheinlich manchmal danach einfach. Wahrscheinlich, wenn du halt dann nochmal zurückgehst. Mhm. Fall ermitteln. Also ich glaube, weil das sind ja meistens dann so Sachen, wo Schnurrbart auf einmal wo steht, wo er vorher nicht war. Ja. Bla 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 bla. Okay. So, dann ab auf die Karte zum Fahrrad, ja. Tschup, 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 tschup. Oh, ja. Dezent. Was? Sehen wir gleich. Sehe ich gleich. Was? Sucht euch einen neuen Moderator? Wieso? Hä? Gesundheit. Schuh. Ja. Nicht krank werden. Ich bin schon krank. Okay, also ich glaube, wir müssen hier mit Gudrun sprechen. Mit Florence eigentlich. Soll ich den Taschentuch geben? Ja, bitte. Hast du irgendwo eins? Da drüben müssten welche sein. Ja, alles. Brillenputztücher wolltest du da noch? Da sind auch welche. Ich muss mir mal erst die Nase schnauben.